4. Oktober 2020, 14.09 Uhr. Ich spreche mit der lieben Silvia. Silvia, in einem Hostel in Esspunkt, oder sagen wir es, in Singen, da gab es einen Zwischenfall. Möchtest du uns von dem Zwischenfall berichten? Mhm. Wir haben zu viert ein Zimmer gebucht. Und als wir ankamen zum Einchecken, war natürlich das übliche Prozedere, dass man einmal die Bezahlaktivitäten macht und seine Daten hinterlässt. Und wir wurden, zwei von uns hatten keinen Test, zwei von uns hatten einen Test. Und die beiden, die einen Test hatten, wurden gebeten, das vorzuzeigen. Das war soweit ja auch okay. Dann sollten wir es aber abgeben, damit es kopiert werden kann, was ich sehr grenzwertig fand. Aber das, daran ließ also überhaupt keiner mit sich reden darüber. Und wir hätten in dem Moment tatsächlich nur noch die Alternative gehabt, auf die Buchung und auf das Zimmer zu verzichten und hätten wieder gehen müssen. Dann haben wir uns also breitschlagen lassen, dann haben wir das gemacht, weil wir wollten jetzt einfach nicht so viel Aufwand machen, fanden das aber sehr befremdlich. Und dann wurde das Attest kopiert und nach ein paar Minuten kam die Dame und sagte, ja, also mein persönliches Attest ist von Dr. Eifler und der hätte ja seine Approbation verloren. Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich, aber das Attest ist vorher ausgestellt worden und soweit ich weiß, hat das immer noch seine Gültigkeit. Und der Akt, dass der Arzt gegoogelt worden ist, ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe von Hostel- oder Hotelpersonal. Für mich ist das absolut grenzüberschreitend und verletzt mich in meiner Würde zutiefst. Weil was daraus entsteht, erleben wir ja, warum habe ich Dr. Eifler um einen Attest gebeten? Weil die Ärzte, mit denen ich normalerweise zu tun habe, ich gehe selten zu Ärzten, aber es gibt Ärzte, die meine Geschichte kennen, mir gesagt haben, ich stelle nicht einfach einen Attest aus. Eine Freundin von mir hat sogar gesagt, Silvia, ich würde es bei dir sogar machen, weil ich deine Geschichte kenne, aber... Also es ist ganz schwer, weil die Ärzte unter Druck gesetzt werden und damit wird es nur noch schlimmer. Ich finde, das ist ein Polizeistaat geworden, wenn man nicht mal mehr zum Arzt gehen kann. Meine Begleitung, die hat noch ein besonderes Schicksal, die hat einen Attest, wo sogar die Diagnose draufsteht. Da hat sie keine Chance bekommen, das zu schwärzen. Es wurde zwar verbal angeboten, aber uns wurde überhaupt nicht die Möglichkeit gegeben. Und ihr Fall ist insofern noch mal ganz besonders, weil sie eine Hörschädigung hat von Kindheit an. Und auch auf mehrfache Nachfrage, dass sie bitte mit uns so sprechen können. Also das Personal hat hinter einem Spuckschutz auch mit Maske mit uns gesprochen. Ich habe schon Schwierigkeiten gehabt, die zu verstehen. Und auf mehrfache Nachfrage, also einige haben es gemacht, andere haben sich komplett geweigert, den Mundschutz runterzunehmen. Und das war selbst für mich eine ganz große Anstrengung, die Kommunikation durchzuführen, für meine Begleiterin überhaupt nicht verständlich gewesen. Und das Schicksal, was die ständig hat, ist, sie geht seit 5 Monaten, das muss man sich mal reintun, seit 5 Monaten nicht mehr vor die Tür, weil sie Angst hat, auf ihre Maskenfreiheit angesprochen zu werden. Es speziell, also sie geht nicht einkaufen, sie fährt nicht mehr zur Therapie hin, sie fährt nicht mehr zum Hörgeräteakustiker hin, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass sie tätlich angegriffen worden ist im Zug von einem Passanten, also von einem anderen Passagier. Also der hat sie angesprochen und da sie eine Hörschädigung hat, sie das nicht gehört. Und dann hat er sie von hinten angegriffen, umgedreht, sie angebrüllt, was ja psychisch schon ein absoluter Terror ist. Ja. Und dann hat er behauptet, es gäbe keine Atteste. Und ich meine, sie muss als Hörgeschädigte, weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt einen Attest zu dem Zeitpunkt hätte haben müssen. Sie ist nur gerettet worden, weil ein älterer Passagier sich eingemischt hat. Aber seit der geht sie nicht mehr vor die Tür. So ist es hier in Deutschland 2020. Und das geht nicht. Und deswegen bin ich hier in Koblenz, weil ich genau wegen solcher Fälle aufgehe. Entschuldigung. Ja. Also deswegen bin ich hier in Konstanz, weil ich genau deswegen auf die Straße gehe. Ich kann mit allem sehr gut umgehen. Ich habe auch meine eigenen Erfahrungen, wie ich angegriffen werde, letzte Woche noch von dem Mitarbeiter unseres lokalen Rewe-Ladens. Der hat mich einfach im Arm gepackt und rausgeschickt, mit gar keiner Begründung. Und ich kann mich gegen sowas noch ganz gut wehren. Aber ich finde, wenn Menschen schon sowieso benachteiligt werden, dann sollte Solidarität endlich mal greifen. Ja, vielen, vielen Dank. Kannst du mir noch kurz zeigen, was du da für ein Schild um den Hals trägst? Ja, das hab ich. Ich bin in verschiedenen Telegram-Gruppen und irgendwo ist es mal aufgetaucht vor vielleicht 2 Wochen und das habe ich mir sofort ausgedruckt für die letzte Demo in Köln.
Und seither trage ich das immer, wenn ich unterwegs bin draußen und auch beim Einkaufen, weil es mir tatsächlich Schutz gibt, dass Menschen mich nicht erst an... Ich bin auch ich als Mensch, der auch einen Attest hat, aus ganz bestimmten Gründen, die ich mit niemandem teilen muss, werde von Passanten einfach im Laden angebrüllt. Aus dem Stand stehen die vor mir. Ich bin mitten in der Überlegung, was kaufe ich gerade ein? Und man wird angebrüllt. Und ich möchte das nicht mehr. Also selbst ich als eigentlich wirklich kämpferische, stabile Persönlichkeit möchte das nicht mehr. Ich überlege mir jeden Einkauf und ich möchte das nicht mehr. Und alleine, wenn ich das um den Hals habe, habe ich natürlich eine gewisse Art von Aufmerksamkeit. Das ist mir klar. Aber ich habe festgestellt, die Aggression, die ich auch nonverbal spüre, bleibt so ein bisschen so 2 Meter weg von mir. Ja, also allein das tut meinen Nerven gut. Ja. Also das ist von den Klagepaten befreit, niemand muss eine Maske tragen, versuche den Träger zu nötigen oder durch Lokalverweis zu diskriminieren, werden von uns mit der Konsequenz rechtlich verfolgt. Die Anwälte für Aufklärung e.V. Ich finde es ganz schade, dass das nur für Nordrhein-Westfalen ist. Ich werde nämlich von ganz vielen Mitdemonstranten darauf angesprochen. Ich fände es gut, wenn es das auch für andere Bundesländer so ausgedruckt gäbe. Fände ich super. Okay, ich denke, das kann man jetzt mal so einen kleinen Aufruf machen. Ja. Und in Zukunft wird es das bestimmt auch für die weiteren Bundesländer geben. Das wäre toll. Liebe Silvia. Es wäre noch viel besser, wenn wir das nicht mehr bräuchten. Ja. Wenn das Bewusstsein endlich sich durchsetzen würde, wie wenig die Masken überhaupt helfen. Naja, gut, und das andere ist bekannt. Ja. Ich kenne genau eine Person und ich habe einen riesigen Bekanntenkreis. Eine einzige Person, Jahrgang 1952, die tatsächlich mit Corona infiziert war, einen leichten Verlauf hatte. Sonst kenne ich persönlich niemanden seit über 6 Monaten. Und ich müsste welche kennen. In meinem Bekanntenkreis müsste jeder dritte, vierte doch irgendwas mal gehabt haben, wenn es wirklich die ansteckende Krankheit wäre. Vielen Dank, liebe Silvia. Sehr gerne. Dankeschön.